Ja, hallo, ich begrüße alle recht herzlich, liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Lehrerinnen und Lehrer und alle anderen Zuschauerinnen, die heute zu unserem deutsch-chinesischen Neujahrsfest hier dazu zusammengekommen sind. Wir veranstalten heute zum ersten Mal unser deutsch-chinesisches Neujahrsfest, also des Konfuzius-Instituts Hamburg, online via Zoom. Viele von euch, von Ihnen, kennen sicherlich schon unsere deutsch-chinesischen Neujahrsfeste, die wir direkt vor Ort im chinesischen Teehaus Hamburg-Ügarten veranstaltet haben. Und ja, wir freuen uns, wir haben uns sehr viel ausgedacht, wie wir diese Veranstaltung möglichst unterhaltsam und schön gestalten können. Und ich denke, es ist uns gelungen und bin ganz gespannt, was Sie hinterher sagen, unser schönes Programm heute. Mein Name ist Imke Hommer, ich leite das Kulturprogramm am Konfuzius-Institut Hamburg und ich moderiere heute zusammen mit meinem Kollegen, Professor Dr. Li Shuangzhi, der ehrenamtliche Direktor des Konfuzius-Instituts Hamburg, diese Veranstaltung. Und wir haben heute auch ein paar technische Assistenten dabei. Und zwar haben wir einmal den Wolfgang Geise, den sehen Sie jetzt erwähnt. Hallo, Julian Rau. Und die Tatjana Schneider. Hallo. Bei den beiden klappt das sehr gut mit dem schönen Hintergrundbild. Ihr seht, die beiden sitzen im Prinzip im Teehaus, im Garten. Und im Hintergrund haben die beiden ganz schöne Lampions. Einmal bei Tag bei Wolfgang Geise und einmal bei Nacht bei Tatjana Schneider. Die sitzt sozusagen im Dunkeln. Genau. Ja, damit habe ich alle vorgestellt. Jetzt erzähle ich noch was zur Gliederung, in welcher Reihenfolge wir heute die Veranstaltung durchführen. Zuerst werden wir einen kleinen Mini-Rückblick geben, so wie wir letztes Jahr das Neujahrsfest im Teehaus begangen haben. Und dann geht es weiter mit einem schönen Video zur Lampion-Ausstellung, zum Lampion-Malwettbewerb. Dann gibt es die Preisverleihung. Das ist ja der Höhepunkt unserer heutigen Veranstaltung. Und ich habe schon gesehen, einige der Gewinner sind ja sogar schon anwesend. Das ist sehr schön. Genau, also die Preise werden sozusagen virtuell vergeben. Und danach kommt dann eine weitere schöne Sache, die auch heute Premiere feiert, nämlich unser Kurzfilmwettbewerb, den wir in Kooperation mit der Fudan-Universität durchgeführt haben. Und da zeigen wir die zwei Gewinnervideos. Genau, jetzt fangen wir erstmal an mit dem kleinen Rückblick. Und zwar etwas, was heute leider nicht gezeigt werden oder was wir heute leider nicht live zeigen können, ist ein Löwentanz. Und den bitte ich jetzt mal Wolfgang anzumachen, denn wir zeigen immer den Löwentanz. Ja, ganz kurzes Video, 20 Sekunden. Ja, dieses Video haben wir ohne Ton. Es wurde uns mit freundlicher Genehmigung vom NDR, dem Hamburg-Journal, zur Verfügung gestellt. Und hier sehen wir den Löwen, der da tanzt. Und viele von Ihnen, von euch wissen ja, der Löwe tanzt mit zwei Personen. Und wenn die nicht in einem Haushalt zusammenwohnen, können sie natürlich dann nicht in dieser Zeit unter diesen Lockdown-Bedingungen den Löwentanz durchführen. Deswegen haben wir diese älteren Fotos vom letzten Jahr verwendet. Das sind jetzt Fotos, eben war das Video vom NDR. Jetzt sind das schöne Fotos, die wir damals gemacht haben. Und Sie sehen schon, wie viele Leute da anwesend waren und dem Löwentanz beigewohnt haben. Zudem gab es dann ja nach dem Löwentanz direkt die Preisverleihung. Sieht man gleich auch. Und dann auch etwas zu essen. Das können wir natürlich heute auch gar nicht anbieten. Bautze und Diauze. Und auch viel Kulturprogramm gab es im letzten Jahr. Es gab Scherenschnitte, es gab eine Teestation, es gab Kinderbücher und so weiter. Es gab auch einen Xiangqi-Tisch. Also alles möglich, was wir heute nicht machen können. Dafür haben wir erstmals eine ganz schöne Sache, wie ich finde, weil die, denke ich, wirklich schön geworden ist, nämlich eine Lampion-Ausstellung, die im Prinzip alle Lampions, die uns eingereicht wurden von Schülerinnen und Schülern von Hamburger Schulen, zeigt. Und zwar sind insgesamt genau 88 Lampions eingesendet worden. Und genau, das Video gucken wir uns jetzt mal an. Da bitte ich Wolfgang, das mal zu teilen.
Heute ist Yinxiaodie, das chinesische Laternenfest oder auch Lampionfest genannt. Es findet 14 Tage nach dem chinesischen Neujahr statt und fällt in diesem Jahr auf den 26. Februar. Berechnet wird das Ganze nach dem chinesischen Mondkalender. Eine Besonderheit des Lampionfests ist, wie der Name schon sagt, die Dekoration mit Lampions. Wegen der Lockdown-Situation können wir leider niemanden ins Teehaus einladen, um die Lampion-Ausstellung zu bewundern. Dennoch haben viele Schülerinnen und Schüler mitgemacht und Lampions in einer virtuellen Ausstellungsbegehung verewigt. Für die Auswahl der Preisträgerinnen-Lampions haben wir eine unabhängige Jury eingeladen. Das sind Solan, sie ist Chinesischlehrerin, und Peter Unbehauen, der Experte deutscher Kalligrafie ist. Sie beide treffen heute die Entscheidung und dabei haben sie streng nach vorab bestimmten Kriterien bewertet. Wir haben insgesamt drei Kriterien. Das erste Kriterium ist Kreativität. Wir beachten, ob die jungen Künstlerinnen und Künstler fantasiefreien Lauf lassen, ob die Lampions ideenreich sind. Und das zweite Kriterium ist Kunstfertigkeit. Ob die Lampions räumlich gut gestaltet sind, ob die Farben gut aufeinander abgestimmt sind. Das dritte Kriterium ist Sprachkenntnis. Und dieses Jahr ist das Jahr des Buffets. Deswegen, wenn auf Lampions Schriftzeichen wie Buffet oder frohes neues Jahr geschrieben werden, dann schneiden solche Lampions natürlich besser ab. Da unser Thema das chinesische Neujahr ist, sehen wir auf den fast allen Lampions ein Buffet darauf und das passt schon gut zu dem Thema. Aber was mir besonders gut finde, sind die Lampions hier unten. Wir sehen nicht nur ein Buffet darauf, sondern jede Lampion hat auch Hörner. Und dann, besonders diese Lampion hat nicht nur Hörner, sondern auch einen Schwanz und goldene Hufe. Und sie sind alle so lustig. Und dabei, da haben sie auch das Thema sehr gut getroffen. Das Konfuzius-Institut Hamburg begeht jedes Jahr zum Lampionfest sein deutsch-chinesisches Frühlingsfest. Der Höhepunkt ist die Preisverleihung des Lampion-Malwettbewerbs. Wie in jedem Jahr vergeben wir einen Einzelpreis und einen Klassenpreis. Lieber Peter, ist es euch schwer gefallen, eine Entscheidung zu treffen? Ja, sehr schwer. Man sieht, wie viele schöne Lampions hier hängen. Deswegen haben wir es auch nicht so aus dem Bauch heraus gemacht, sondern haben Punkte verteilt, die hinterher zusammengezählt und sind so zu dem Einzelsieger und zur Siegerklasse gekommen. Und bestätigt fühlten wir uns gerade. Eine junge Dame kam vorbei und sagte, oh, dieser Lampion ist aber besonders gelungen. Da sagten wir, ja, das ist auch der Sieger dieses Wettbewerbs. Hier haben wir den Lampion. Es ging ja um das Jahr des Büffels. Hier ist er schön dargestellt. Außerdem das Schriftzeichen, das chinesische Schriftzeichen für Büffel. Wir sehen hier, wenn man es betrachtet, hier das Horn ist sogar dargestellt vom Büffel. Dann wird in China gern fürs neue Jahr die Farbe Rot gewählt. Insofern also rundum ein gelungener Lampion. In diesem Jahr geht der Gruppenpreis nach Schnelsen an die Schule Röd-Morweg. Insgesamt kamen 21 Lampions aus dieser Schule zu erkennen an den Kreppbändern. Also in diesem Jahr geht der Gruppenpreis an die Schule Röhl-Moorweg. Kommen Sie jetzt mit zur Lampion-Ausstellung des Konfuzius-Instituts Hamburg 2021.
Ja, vielen Dank, Wolfgang. Ja, ich hoffe, Ihnen und euch hat die Lampion-Ausstellung mit der mit dem Feststellen der SiegerInnen gefallen. Wer dieses Video noch einmal schauen möchte, der kann ab heute Abend circa 20 Uhr in unseren YouTube-Kanal schauen, der YouTube-Kanal des Konfuzius-Instituts Hamburg. Dort wird dieses Video dann noch gezeigt, denn es gibt eine Aufzeichnung, die Sie da einfach anklicken können. So, also ja, und Sie habt schon gesehen, im Prinzip, wer gewonnen hat. Jetzt kommt die Preisverleihung und wir würden zuerst die Einzelsiegerin küren. Und zwar, ich habe schon gesehen, die Nisan ist schon da, Nisan Arisli. Und die Nisan Arisli erhält von uns eine Urkunde, die kann ich jetzt nur virtuell zeigen, aber sie bekommt natürlich diese Urkunde zusammen mit einem Thalia-Gutschein und einem Malset zugeschickt. Nisan, herzlichen Glückwunsch zum Siegerlampion. Genau, danke schön, Wolfgang. Nisan, magst du mal kurz einmal was darüber erzählen, was dich inspiriert hat? Hallo? Hallo! Ich hatte mir so vorgestellt, dass Rot und Gelb sehr gut dazu passen würde. Deswegen hatte ich einen gelben Lampion genommen und einfach rote Blumen und roten Mustern zu zeichnen und basteln. Und ja, wie ich dazu kam, das war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe direkt an Frühling gedacht, weil es ja bald Frühling ist, habe ich ja Blumen gebastelt und da drauf geklebt und auch kleine Lampions. Ja, und da genau in der Mitte steht ja auch Glück, dass ja auch, die Farbe Rot bedeutet ja auch Glück und ja, genau. Ja, also mir gefällt dein Lampion wirklich sehr. Also ich mag auch diese Origami oder diese Falttechnik. Ja, genau. Bestimmte Falttechnik, zum Beispiel diese rote Blume unten rechts. Ja, also dafür brauchte ich wirklich sehr lange. Ach. Ja, also das war ja auch so gesagt ein Hauptpunkt. Also jeder sollte ja den Blick auf den roten Blume haben, da ja Rot Hauptfarbe ist. Und ja, also ja, ich habe ja Origami, also im Internet geguckt, wie man sehr schöne Blumen basteln kann. Und oh, kannst du gucken. Ja, also wunderschön, sehr schön. Und die chinesischen Schriftzeichen, die du geschrieben hast, sehen auch sehr gut aus. Hast du denn schon länger Chinesischunterricht an der Schule? Also ich bin jetzt, lerne schon seit ein halbes Jahr lang Chinesisch in der Schule. Am Gelinde-Gymnasium, oder? Genau. Ja, das ist mein. Ja. Ja, sehr schön. Dankeschön, Nisan. Danke auch. Sehr viel Freude bereitet mit deinem Lampion. So, dann würde ich direkt an meinen Kollegen Professor Dr. Li Shuangzhi übergeben, um den Gruppenpreis zu verleihen. Bitte schön. Ja, hallo alle. Wie ihr schon gesehen habt, das war schon im Bild, den Klassenpreis gewinnt die GBS Rhythmorweg. Ja. Imke zeigt gerade auch die Urkunde und wir zeigen auch eben ja, ein Gruppenbild von allen Laternen von der GBS und alle sind sehr gelungen und haben auch unserem Jury so gut gefallen, dass sie den Preis gewonnen haben. Und ich habe auch gesehen, wir haben auch heute die Klassenlehrerin bei uns, Frau Soltysiak. Ist möchte ich auch Frau Soltysiak zum Wort bitten. Vielleicht können Sie auch ein bisschen mit uns teilen, wie diese Klasse zusammen so viele schöne Laternen gebastelt hat. Frau Soltysiak? Ja, hallo erstmal. Ja, wir haben die Lampions mit mehreren Klassen zusammen gebastelt, bemalt. Und die Idee war erstmal die, dass wir eine Geschichte vorgelesen haben. Wir haben den Kindern erzählt.
dass es das Jahr des Büffels ist. Und meine Kollegin Andrea Sian hat auch die Zeichen gezeigt und auch bestimmte Vorlagen gestellt, damit die Kinder das nachmalen können. Kannst du vielleicht auch was dazu sagen? Genau, wir haben den Kindern verschiedene Bastelmaterialien zur Verfügung gestellt, denen gesagt, ihr könnt alles benutzen, seid kreativ. So sind auch viele Sachen entstanden, dass wir mit verschiedenen Materialien von Fingerfarben, Acrylfarben, Window Color gearbeitet haben, Glitzer, da ist alles dabei, weil die Kinder einfach dann alles frei benutzen wollten. Die Kinder haben sich auch untereinander ausgetauscht, da sie erfahren haben, dass jedes Jahr ein anderes Tierzeichen hat. Dass sie dann gefragt haben, und welches Tierzeichen, wann bin ich denn geboren? Dass sie dann auch untereinander sich viel mehr darüber ausgetauscht haben, dass das Thema Lampignon auch hier auf dem Schulhof dann sehr groß war. Und dass sie sich dann auch gegenseitig Ratschläge gegeben haben, sich informiert haben, okay, was hast du denn da so gemacht? Und ja, so sind sie auf alle möglichen Ideen gekommen. Und das sieht man ja an den Lampignons am Ende. Und es hat den Kindern auch sehr viel Spaß gemacht. Genau, und ja, ich glaube, ja, wir freuen uns sehr. Das ist für uns auch ein großer Spaß, zuerst die Laterne anzuschauen und jetzt auch euch den Preis zu vergeben. Und ja, die Urkunde und auch den Preis werdet ihr noch per Post bekommen. Und hier möchte ich auch mal zuerst gratulieren für den Preis. Danke. Ich auch mal erklären, die Schule von Rüdmoorweg hat schon dreimal die Preis. 2014, 2017 und auch 2021 hatte die Schule jeweils mit einer Klasse mit so vielen schönen Laternen Preis gewonnen bei uns. Und wir möchten auch alle Teilnehmenden von heute weiter ermutigen, an unserem Wettbewerb teilzunehmen. Und das nächste Mal möchten wir gerne sehen, dass ihr auch den Preis gewinnen könnt. Ja, nochmal vielen Dank. Und jedes Jahr ist für uns eine große Freude, dieses Laternenfest in Hamburg feiern zu können. Und diesmal online und diesmal haben wir auch Video gemacht. Und ja, das freut uns, dass so zahlreiche Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei waren. Aber in diesem Jahr möchten wir nicht nur die Laterne, die von unseren kleinen Hamburgerinnen und Hamburg gebastelte schöne Laterne im Hamburger Ü-Garten zeigen. Wir möchten auch etwas Authentisches direkt aus China zeigen. Und dafür haben wir gerade die gute Chance, weil wir sowieso schon online sind. Und da nutzen wir eben auch diese Chance. Und wir haben zusammengearbeitet mit der Fudan Universität in Shanghai. Und dann haben auch ein paar Studierenden da für uns kurz Video gemacht zu dem Thema, wie man in China das Laternenfest, das Lampionfest feiert. Und jetzt zeigen wir gleich die zwei besten Videos, die wir ausgewählt haben für euch. Jetzt bitte ich auch Wolfgang, die zwei Videos nacheinander zu zeigen. Hallo, liebe zusammen. Endlich steht das Laternenfest vor der Tür. 14 Tage nach dem Neujahrsfest wird es im ganzen Land gefeiert. Darauf freue ich mich schon seit langem. Was? Ihr kennt dieses Fest noch nicht? Komm, ich erzähle euch, wie das Laternenfest entsteht und wie wir Chinesen dieses Fest feiern. Am Anfang der östlichen Han-Dynastie, also mehr als 2000 Jahre zuvor, war der Kaiser Han Mingdi ein Verfechter des Buddhismus. Um Respekt für Buddha zu erweisen, hat er einen Befehl erlassen, dass am 15. Tag des ersten Mondmonats Laternen in allen Tempeln, Haushalten und auf jeder Straße anzünden sollten. Das Laternenfest, auch Yuanxiaojie oder Yuanxiaofest genannt, ist von dieser buddhistischen Etikette allmählich zu einem landesweiten Festtag geworden. Aber heutzutage ist es nicht mehr ein religiöses Fest, sondern ein Familienfest. Jedes Jahr am 15. Tag des ersten Mondmonats findet es statt und ist der Höhepunkt der Feierlichkeiten.
Als der erste Vollmond nach dem chinesischen Neujahr wird das Laternenfest als Symbol für die glückliche Versammlung ganzer Familie angesehen. Während des Fests kommen die Leute zusammen, um den Anfang des Frühlings durch das Essen von Tangyuan, das Anschauen von vielfältigen Laternen und Lösen der Laterne Rätsel zu feiern. Aber was ist Tangyuan? Es ist weißes Klößchen aus klebrigem Reismehl. Traditionell ist es mit süßer Füllung aus schwarzem Sesam oder roter Botenpaste. Aber viel moderner gibt es heutzutage auch mit Fleisch, Gemüse oder mit Obst darin. In Nordchina heißt es Yuanxiao, aber in Südchina nennt man es Tangyuan. Zum Produzieren von Yuanxiao wird die Füllung in Stücke geteilt, dann mit einer Klebreismehlschale eingerollt zur passenden Größe. Während Tangyuan normalerweise das Klebreis zuerst mit Wasser zu einem Teig knetet wird, dann die Füllung in den Teich einpacken. Obwohl es Unterschied zwischen Yuanxiao und Tangyuan gibt, klingen die beiden irgendwo ähnlich wie Tuanyuan auf Chinesisch, also Familientreffen. Deshalb ist die Sitte auch ein Glückssymbol für die Eintracht in der Familie. Neben dieser traditionellen chinesischen Leckerei ist die Laternenausstellung eine großartige Veranstaltung an diesem Tag. Am Abend werden die Laternen in zahlreichen Formen und Farben ausgestellt, sodass sich ein wahres Lichtermeer ergibt. Die vielfältigen Laternen sind ein Zeichen von Freude und Glück. Traditionell werden auch Himmelslaternen auf Chinesisch Kongmingden steigen lassen. Aber aufgrund der Brandgefahr sind heutzutage die Himmelslaternen in den meisten chinesischen Städten verboten. Dieser schöne Anblick gehört also fast der Vergangenheit an. Schade. Das Rätselraten ist ein wichtiger Teil der Laternenausstellung. Die Besitzer kleben Rätsel auf ihre Laternen. Wenn die Besucher die Lösung wissen, können sie das Papier herausziehen. Wenn richtig, bekommt man ein kleines Geschenk. In vielen Restaurants zum Beispiel wird ein zusätzliches Gericht für den Rätsellöser als Geschenk gegeben. Weil das Rätselraten witzig und informativ ist, ist es unter allen sozialen Schichten daher populär geworden. Hier gibt es zum Beispiel ein chinesisches Laternenrätsel. Kennt ihr vielleicht die Lösung? Ein kleiner Hinweis, die Lösung ist eine chinesische Provinz, deren Name aus zwei Wörtern besteht. Schreibt gerne mal ihre Antwort in die Kommentare. Diese drei Sitten des Laternenfests sind in China am meisten verbreitet. Außerdem wird in manchen Gebieten auch mit Drachentanz gefeiert. Leider werden in diesem Jahr die Feierlichkeiten wahrscheinlich vom Coronavirus überschattet. Viele Leute können nicht mit Familien zusammentreffen und viele Veranstaltungen zum Fest sind auch abgesagt. Aber am wichtigsten ist, gesund und munter zu bleiben. Tja, zumindest können wir auch zur gleichen Zeit Tangyuan essen. Probier mal diese Leckerei aus. Es ist wirklich sehr lecker. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und damit wünsche ich euch einen gelungenen Anfang im Jahr des Ochsen 2021. Vielen Dank. Tschüss. Irgendwo ohne Menschenschwarm, so spielt das Laternenfest-Szenario auf. Wie los ist es? Strömer ergießen sich nach den Festveranstaltungen, Paraden winden sich auf Marktplätzen. Inzwischen ist öffentlicher Verkehr auch mit großen Belastungen konfrontiert. Nicht nur innerstädtisch, sondern auch zwischenstädtisch. Denn um Laternenfest beginnt die erste Spitzenzeit der nationalen Mobilitätswelle im neuen Jahr. Nicht in die Heimat, sondern zurück an den Arbeitsplatz, am Studienort und ins alltägliche Leben. Anders als einige andere traditionell chinesische Feste ist das Laternenfest heute zwar ein Fest, aber kein gesetzlicher Feiertag. Trotzdem ist es nicht die Fußnote vom Frühlingsfest. An diesem Tag erwartet man immer noch eine Schüssel von dampfendem Yuanxiao, also Klößchen aus Kleberreismehl, oder einer der Nachthima erhellenden Laternenausstellung.
Jedes Fest bietet den Gomo-Enthusiasten etwas Faszinierendes. Das Laternenfest heißt auf Chinesisch Yuanxiao und dazu lohnt es sich vor allem, die gleichnamige Speise Yuanxiao, also Kläschen aus Klebeheißmehl, zu erwähnen. Obwohl der Unterschied in geografischer und historischer Lage differenzierte Essgewohnheiten mit sich bringt, hat Yuanxiao anscheinend Fähigkeit dazu, die Kluft dazwischen zu überbrücken. So einen unübersehbaren Einfluss kann man nur noch in Tangyuan sehen, das dem Yuanxiao ähnlich ist und damit leicht verwechselt werden kann. Oft wird es gesagt, dass Yuanxiao eher im Norden und Tangyuan im Süden seine Verbreitung findet. Zwar stimmen sie darin miteinander überein, dass sie beides aus Klebeheißmehl und Füllung bestehen, aber die rundige Form kommt eigentlich auf verschiedene Weise zustande. Neben den oben genannten Arten erfreuen sich die Klößchen stets der neuen Ankömmlingen, die im Bereich Füllungseis und Kochmethode Kreativität beweisen, also dauernde Anreize für Geschmacksknopsen. Dass man inzwischen die gleiche Vollmondszene und Delikatesse teilt, fühlt man sich trotz der momentan unüberbindbaren Entfernung noch füreinander zu sein. Also nicht die physische, sondern die psychische Distanz mit überwunden. Daraus quillt die magische Kraft vom Essen. Zum Laternenfest steht man an der Schwelle des Hinausfahrens. Bei der Ausstellung werden nicht nur Laternen und Laternenfeste versammelt, sondern auch Erwartungen, die sich auf die Zukunft richten. Das festliche Brauchtum, Ausstellungen abzuhalten und zu besichtigen, ist bis auf die Sui- und Tang-Dynastie zurückzuführen. Hierbei wurde das nächtliche Ausgangsverbot aufgehoben. Nach ein ganzes Jahr lang harter Arbeit gönnt man sich endlich einmal Genuss und Durchfeier. Neben Laternen gehören dazu auch viele andere Elemente, Masken, Kostüme, Festwagen, Feuerwerke, später dazu noch das sich aufblühende Hetze halten. Die herrschende Munterheit und das bunte Treiben gab den jungen Leuten Möglichkeit, Fremden zu begegnen und romantische Erinnerungen zu schaffen. Nur auch der Grund dafür liegt, dass verschiedene literarische Werke ihre Bühne in dem Hintergrund vom Laternenfest aufstellten. Heute finden Laternenausstellungen um den 15. Januar herum nach wie vor an vielen Orten statt. Allerdings wird uns ein anderes Bild vorgelegt. Auch wenn man die Feierlichkeit nicht an Ort und Stelle erleben kann, hat man immer noch die Chance, durch Live-Show die Schönheit zu beobachten. Das, was in der Dunkelheit funkelnd erscheint, bleibt über die Zeit hinaus erhalten und bringt somit gestern, heute und morgen in Verbindung. Ein gesandter Glückwunsch, eine Schüssel Yuanxiao und ein Besuch der Ausstellung. Mit einfachen Akkorden begleitend versuchen wir, individuelle Variante aus dem modernen Lebensrhythmus herauszuleiten, mal tief atmen und sich ein freundliches Lebewohl zurufen. Mit dem scheinbar banalen Alltag bereitet uns der Neubeginn ein herzliches Willkommen. Der Wärme des Essens wird bis an jede Ecke der Glieder ausgestrahlt, während das Laternenlicht im Dunkeln die Richtung beleuchtet. So machen wir uns auf den Weg nach dem nächsten Laternenfest. Wir haben gerade gesehen, wie die zwei Gewinnerinnen das Laternenfest oder die Feier des Laternenfests in China uns gezeigt haben. Eigentlich sollen wir auch an die zwei Preis verleihen, aber jetzt ist es zurzeit in China zu spät. Wegen Zeitunterschied ist da schon Mitternacht und unsere Gewinnerinnen können leider nicht bei uns bleiben. Aber hier möchte ich allerdings die zwei vertreten und ihr Dankwort auszusagen. Sha Qingyi und Xu Siyao, die zwei Gewinnerinnen, haben gesagt, es freut uns sehr, den Preis bekommen zu können. Wir hoffen ganz herzlich, dass die begeisternde Kraft
des traditionellen chinesischen Laternenfests mit diesen Kurzvideos vermittelt werden kann. Vielen Dank für alle und frohes Laternenfest. Ja, Stimme aus China, aus Shanghai. Ja, dann gebe ich jetzt das Wort zurück an meine Kollegin Imke Homa. Ja, vielen Dank, Shuangzhi. Und das waren ja auch wirklich tolle Videos. Ich habe schon den Chatverlauf ein bisschen beobachtet und da haben ja schon einige sogar geschrieben, dass ja, die Videos ganz toll ankommen. Ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende unserer Veranstaltung und ja, und wir verabschieden uns im Grunde schon von Ihnen und von euch und wünschen allen ein wunderbares Jahr des Rinds oder das Jahr des Büffels und dass wir uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder im chinesischen Teehaus Hamburg-Ügarten wiedersehen. Ich möchte mich an dieser Stelle aber noch ganz herzlich bei allen teilnehmenden Schulen bedanken, also allen, die am Lampion-Malwettbewerb teilgenommen haben, die heute nicht genannt wurden, die heute leider nicht gewonnen haben. Das war die Schule Maritstraße zum Beispiel und die Moderne Schule Hamburg und die Freie Schule Hamburg, die auch ganz tolle Lampions abgegeben haben, wie ihr und sie ja eben gesehen haben in dem Video. Diese Veranstaltung wird auch aufgezeichnet, wie wir ja in den Einladungsschreiben schon angekündigt haben. Und Sie können oder ihr könnt dieses Video später auch ab Montag dann in unserem YouTube-Kanal finden, YouTube-Kanal des Konfuzius-Instituts Hamburg. Und die kleinen Videos also von unserer Lampion-Ausstellung und das Video für den Kurzfilmwettbewerb können Sie sogar schon ab heute Abend in unserem YouTube-Kanal sehen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Jahr.